Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dota Tauchers. Und wir haben ein neues Update. Nichts groß krasses. Das einzige, was wirklich relevant ist, ist, dass die Knights gebufft wurden ein bisschen. Und dass jetzt eine Blacking Bar existiert, die dich. Also, ich weiß nicht, wer das richtige Spiel halt spielt. Der macht halt Magic Immun und so ein Stuff. Ja. Und. Ja, das sind eigentlich die einzigen wichtigen Neuerungen. Also, hier steht halt natürlich alles. Was man, wenn man es lesen möchte, könnt ihr es gerne tun. Aber prinzipiell ist es die Blacking Bar, die neu ist. Und das Window hier wurde überarbeitet, also der Bullet Chat. Sehr gut sogar. Also ein bisschen übersichtlicher, alles ein bisschen professioneller wirkt es einfach. Deswegen, das schon ganz nice. Ja. Night 6 bin ich, ja. Leben ist hart, so ist das halt. Hab heute wieder gestreamt und tatsächlich lief das Stream durchgängig sehr gut. Ich hoffe, das bleibt so bestehen. Wahrscheinlich nicht, das war wohl einfach nur Glück. Aber naja, man kennt es, ne? Gut, wir gehen mal direkt in diese Richtung. Ob das jetzt was wird oder nicht, sei dahingestellt. Ohne Frontline spielen, habe ich gehört, ist immer eine gute Idee. Gucken wir mal. Die waren schon Level 2, habe ich nicht drauf geachtet. Nope. Zweimal Shadow Schamane. Können die das schaffen? Ja, ne? Doch, das sollten sie schaffen. Ja, das sind sie. Da ein Voidstone. Oh. Das ist aber ein bisschen blöd. Ja, das war's dann jetzt auch mit den Huntern. There's no taming me. I don't know what to do. I don't know what to do. Oh. Oh, nice. Gib uns Mask of Madness. Jawoll! Richtig gut. Und das sogar noch in der Runde gekriegt. Das bedeutet, nächste Runde ist es direkt aktiv. Perfekto! Perfekto! From the deeps. There's no taming. There's a price on all their heads. Hm. Ich glaube, wir lassen das tatsächlich so. Oh oh. Task 2. Da sieht man aber schon, dass es alles sehr viel besser aussieht. Zum, mit so Icons und so. Man sieht auch jetzt, wenn jemand ein IO bekommt oder gekauft hat. Er will, dass er oder er sein Tiny verkauft. Ja, das wird wohl nix. Schade. Mit dem Goblin-Bonus, da machst du nix. Das ist halt das Stärkste, was du Early Game haben kannst. An Synergien. Oh, shit. Das ist gut. Quap, huh? Mal gucken, ob wir die Runde gewinnen können. Oder will ich X? Nein, 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 nein. Quap wäre schon ganz okay. Gucken wir mal. Zwei Level 2 ab. Ein. Und dann noch ein Element-Bonus dazu. Okay. Und natürlich Assassins, was halt genau das kontert, was ich hinten als einziges Damage habe, ey. Ja, gut, ne? Das ist ein bisschen belastender.
Streaker. Gib mir einen Dazzle. No Dazzle for me. Aber. Time for target practice. Das wäre ein dritter Knight. Drei Knights. Und wir haben auf der Bank quasi noch zwei Hunter. Das heißt, für drei Hunter wäre auch gesorgt. Knight Hunter? Oder what? Hm. 2, 4, 5, 6. Ah, wir hätten aufleveln können. Ah, das wäre gut, wenn er den noch getötet hätte. Also ich kann ja mit einer Losing Streak leben. Das ist ja mein Lifestyle, aber... Nicht, wenn noch so viele leben mit so wenig HP, doch. My quiver and bow are ready. Ich level nicht auf. Sehe ich jetzt keinen Grund dran. Ah jo, hier. Da sieht man's. Hat er ihn gekauft? Wahrscheinlich schon. Ja, macht auch irgendwie Sinn. Und auch Emerus. What the fuck? Noch ein... das ist... Also, du gibst jetzt gerade... What? Ah ja. Du gibst gerade... echt viel Geld dafür aus. Du hast jetzt quasi 5 Anti-Mages darauf gestellt für ein Level 2er, für einen weiteren. Achso, wenn ihr übrigens, by the way, passt hier absolut und vollkommen rein. Kleines Sellout an dieser Stelle. Support the Creator Code Dadoshka. Ich habe keine Ahnung, warum ich einen gekriegt habe. Ich spiele gar kein Fortnite. Schon lange nicht mehr. Aber hey. Code ist Dadoshka, wenn ihr irgendwie im Epic Store irgendwas kauft, ne? Ich bin euer Mann. Oder euer Code. Gegebenenfalls eure Bitch. I don't know. Oh, ich dachte, da kommt noch ein Draw. Trotzdem nicht bad. Ein paar Pärchen haben wir jetzt. Level up gehen wir immer noch nicht. Kaufe ich jetzt nur weg, weil es Level 1er sind. Wir brauchen die Draw. Dringend, weil selbst mit einer Level 2 Draw würden wir, glaube ich, nicht gewinnen. Also bitte. Draw, nächste Runde. Ja. Danke. Okay, das verlieren wir auf jeden Fall gegen den Anti-Match 2 Boy hier. Gut, tötet noch 2. Noch 2. Come on. Nein, nicht ihn anspitten, nicht ihn anspitten, nicht ihn anspitten, nicht ihn anspitten. Ach, die Kokosnuss. Wie konnte die Kokosnuss zu einer Leiche hüpfen und wieder zurück, hä? Lächerlich. Das call ich. Wait, what? Okay. There's no tame in me. Gut, dann machen wir tatsächlich... Oh, what? Ach, geben wir halt nochmal XP aus. Einfach nur so, weil ich Lust drauf hab. Würde ich jetzt Level abgehen? Ich weiß nicht, ob wir dann das... Ob wir dann gewinnen könnten. Gegen Schlechte. Das ist jetzt noch nicht mein Ziel. Ich bleib... I don't know. Gewinnen wir jetzt, oder was? Okay. Das war so jetzt nicht geplant. Dann müssen wir jetzt auch auf jeden Fall XP ausgeben für noch einen weiteren Level Up, damit wir einen 3er Hunter-Bonus haben, sodass wir auf jeden Fall gewinnen können. Gegen mehr als nur einen, weil ich glaube, das war so mit der einzige, den wir gewinnen konnten. Wir haben es auch zerstört, der Emerus. Okay, das ist sehr gut. Lord of Emerus. Hier brauchen wir eh nichts mehr von. Ich kann mal verkaufen. Mann, jedes Mal, ey. Brauchen wir
nochmal von irgendwas? Eyes up and shields front. Das ist schon sehr nice. Also die Frontline ist, also Frontline mit unserem Batrider da ist schon ganz okay. Und vor allem sind es halt drei Knights. Drei Hunter sind gut für den Damage. Plus Mask of Madness auf unser Draw. Also es sieht schon mal aus, als wenn das was werden könnte. Ja. Und jetzt brauchen wir noch... Ja, okay. Javelin. The stars are in alignment and our victory is certain. Oh, nice. There's no taming me. That's good. Und das ist auch ziemlich gut. Huh. Volzung geben wir unser Windranger und wir geben ihr auch die Rope, denn das hier ist Magical Damage. Hätten wir behalten können für unseren Disruptor, falls wir ihn draufstellen, was das Ziel ist. Spätestens auf Level 2. Falls wir ihn da hinkriegen sollten. Na, Animal Mother? My quiver and bow are ready. Hab ich die schon verpasst? Ich habe das Gefühl, ich hatte schon mal einen Luna gesehen und die nicht gekauft. Not quite sure. Kaufe ich. Irgendwann mal. Die verwende ich. Irgendwann mal. Wir könnten Luna raufstellen, aber ich glaube, unser Damage haben wir. Wir brauchen halt so ein bisschen noch ein bisschen Tankiness. Und außerdem ist Chaos Knight ja auch ein Tank und ein Damage Dealer. Oh, Level 2er Mars, aber ohne... Oh ja, den Human Bonus, okay. Kein Gott Bonus. Jedenfalls Hunter hier. Auch Mask of Madness auf seiner Draw. Winning Streak verloren. Das fühlt sich gut an. Ja, gut. In the service of Salamene. In the service of Salamene. Ich würde es begrüßen, wenn wir gewinnen können. Ansonsten verkaufe ich die Draw. Na, boah, die Draw hätte ich schon gerne auf 3. Zügig. Aber ich glaube, es ist... ja, es muss die Draw sein. Auf seinem Feld haben wir ihn gerade besiegt. Das muss aber nichts heißen. Wir machen schon ganz gut Damage, ey. Aber er hat auch eine Windranger. Gut, die kann man aber nicht zum Zug. Hast du gute Items, die du droppen kannst für mich? Oh. In the service of Salamene. Jetzt bin ich ein bisschen überfordert mit den beiden Boys hier. Necro wäre noch ganz... Achso, Quatsch, wir haben ja einen Net-Bonus. Die beiden Boys sind schon juicy, aber... Nein, das ist ein Bait, oder? Wir kaufen jetzt nicht den Disruptor dafür, oder? 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 Nein. Tun wir nicht. Wir sind klug. Kluge Leute tun sowas nicht. Kauf mal einen. Nur für den Level 3er, für die Draw. Für die Windranger. Oh. Das ist übel. Schön, schön, Draw. Schön, 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 schön. Level 3 Task? What? Wait, what? Wait, what? Wait, what? Wait, what? Okay. The fuck?
Alter. Da bin ich sauer. Wölfe. My pet thanks you. Ha. Du nicht. Du. Und du. Meine Homies. Come on, gib mir please richtig sicke Items. Nochmal Mask of Madness. Javelin, Mithril Hammer, Broadsword ist nice. Crown, okay. Ring of Health, naja, gut. Aber wir kriegen Items, Alter. Holy shit. Die passen zwar nicht so gut zusammen, aber hey. Unbedingt bescheuert, dass sie nochmal gekommen ist. Schnipper. Hm? Ulti? Ja. Er hat auch gegen uns gewonnen. Okay. Ayo. Ayayaya, tut mir leid. Wir haben drei Elfen, Undead plus Knight plus Hunter. Das ist quasi ein Undead-Bonus schon drin in dem Boy mit seiner Ulti. Das ist halt echt gut, aber ich verzichte drauf. Es sind leider viele Assassins unterwegs diese Runde. Das ist ein bisschen Glück für uns. Ah, das ist der Task 3 Boy. Wir sind aber stärker jetzt geworden. Aber es reicht anscheinend nicht. Nope. Wir haben sogar mehr, also er ist sogar noch stärker geworden als wir. Oder er hatte diesmal ein bisschen mehr Glück mit den Crits oder so, I don't know. Ist die Ulti rausgekommen von Alchemist? Ich weiß das nicht. Hm. Noch ein, wir können auf 4 Undeads gehen. Er ist noch Undead. Necro, Death Prophet, okay. Hm. Hoffentlich gewinnen wir die Runde. Ich möchte mir nichts verkaufen. Razor 2, Luna 2, Dazzle 2. Damn, 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 damn. Dazzle hat da gut was gerettet. Ja, ne, das kann man nicht gewinnen, leider. Fuck! Oh, den haben wir gecrushed. Gut. Diesmal brauchen wir nichts. Ich gehe nicht auf 6 Knights. Aber vielleicht auf 6 Hunter?
haben jetzt 3 auf dem Feld. 4, 5 wären das. Medusa wären das 6 oder mit Titan natürlich. Aber ich glaube, ich möchte eher auf 3 Hunter gehen. Plus die 3 Elfenkombo finde ich ganz gut. Und dazu halt noch dann Warlock-Bonus und 4er Undead. Aber da müssen wir richtig noch Glück haben, was die Rolls angeht. Und dabei hapert es bei mir wieder zurzeit. Windranger absolut useless Ulti. Jetzt verzichten wir auf den Elfenbonus. Das ist okay. Wir machen schon ganz gut Damage. Oh, nochmal eine Morbid Mask, das ist gut. Wir hätten natürlich gerne lieber statt einer Plate Mail noch irgendwas, das aggressiv nach vorne geht, ja. Ich meine, das ist schon ein guter Sucurus, auch für eine. Aber. Damit tanken wir jemanden ab. Ne? Ist klar. Ja, ich weiß, wir haben Gold verschenkt. My arrow pierces the wind. The strong shall eat the weak. In Turn können wir sogar reinstellen statt dem Neko. Weil er profitiert von dem Batrider. Aber ich habe ihn jetzt gekauft, damit er raus ist für noch einen Alchemist, eine Medusa, ein Necro, also einfach ein Level 4er. Dreier Anti-Mage. Herr Doom auf unserem Abaddon. Das ist, glaube ich, kein Beinbruch. Er hätte bei den beiden jeweils nur einen Schuss gebraucht. Hat sich leider auf den Sniper konzentriert. Wir gehen auf Reroll tatsächlich. Oh shit. Okay. Unser Frontline ist nicht so gut. Ich glaube, das ist ein bisschen besser jetzt. Ja, der Boy, der kauft die ganze Zeit runter und rerollt. Das heißt, den müssen wir so ein bisschen überstehen, denn er hat zwar einen Task 3, aber da ist nicht mehr allzu viel zu holen. Die Quop vielleicht noch. Alright. Bitte doch die Quoppe, bevor sie brüllt. Oh, okay. Ihr habt das richtig gemacht. Ich hab Scheiße gesagt. Alles cool. Master of Beasts. Master of Beasts. Master of Beasts. Da hat es sich tatsächlich auch gelohnt, dann mal das Gold auszugeben. Holy shit. Das ist jetzt nice. 2000er Frontline. Ist jetzt nicht der beste Frontliner, sind aber 2000 plus den Knight-Bonus. Das sind Level 3er Mars. Das ist ein bisschen übel. Gut, gut, hier oben, hier oben. Okay, gut, war nicht. What the fuck? Wie hat sie den denn gedodged? Sie hat null Damage gekriegt von der Ulti. Wait, what?
Okay. Dann holen wir uns den Elfenbonus wieder. Ja, Sniper, du hast mich enttäuscht. Okay. 16. Wir können auf 26 können wir dann gehen. Also wir gehen jetzt auf Level up. Damit ich 6 Hunter reinbringen kann. Und die Undead Boys. Warlock. So ein Fladderadatsch. Ein Terror spielen wir. Auf seinem Feld. Oh. War das gerade ein Fuß? Aber nicht bei mir auf der Feld, oder? Ja, also. Auch nicht. Wer hat uns denn hier jetzt zerstört gerade? What the fuck? Das Schiff, glaube ich, ne? Er hat halt eine Lina 3. Okay, jetzt haben wir schon das Level abbekommen. Machen wir so. 50 Gold haben wir so oder so. Und das ist jetzt die 25er Runde. Leider noch keine Medusa gesehen. Vielleicht ja nächste Runde Lucky Tidehunter mit 1%. Wer weiß. Oder Death Prophet. Death Prophet würde uns 4er Undead geben. Oh, Baby. Baby, das könnte, wenn wir... Okay. Wir geben das als Damage-Item raus. Wir könnten Assault Cross fast draus machen. Uns fehlt, glaube ich, ein Chainmail auf Abaddon. Aber wir machen Richtung Mjolnir. My arrow pierces the wind. Time for target practice. Let's go. Wir brauchen jetzt nur noch einen Javelin drauf, haben wir Mjolnir. Wir schützen sie ein bisschen besser, denke ich. Machen wir so. Kaufen wir die eine raus. Wir haben nicht mehr so viel Leben. 34% ist jetzt nicht die Welt. Vor allem, wenn wir gegen so einen Boy antreten, der halt scheiße spawnt. Okay, der ist das nicht. Okay. Und er verkackt auch gegen uns. Er hat leider einen Death Prophet, die brauchen wir halt auch. Das nimmt natürlich jetzt wieder einer aus dem Pool raus. Okay. My time for target practice. Also ich halte ihn halt noch, falls wir eine Death Prophet haben, dass wir ihn dann auch noch rausstellen für den Warlock-Bonus. Das Ding ist aber, dann kann ich ja nicht 6 Hunter gehen, jedenfalls nicht in der Konstellation, wie ich hier jetzt stehe. Ich glaube, wir verzichten auf den Warlock-Bonus. Oh Gott, wir verzichten auf den Warlock-Bonus, glaube ich. Leider sind wir relativ squishy. Ja, guck mal, Hälfte ist schon weg. Aber die Ulti könnte richtig, richtig viel wert sein. Nicht so viel, wie ich dachte. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Mach die noch tot, mach die noch. Okay, die ist tot. Er macht uns Probleme mit seinem freaking Mars. Oh, okay. Darauf verzichten wir jetzt. Dich kaufen wir. Okay, wir machen das jetzt tatsächlich ein bisschen anders. Ich stelle die jetzt anders hin. Will ich dich denn drauf haben? Ich müsste 2 austauschen für den 6er. Das ist es mir gerade nicht wert, weil wir keine Frontline haben. Okay. Nein, der Venomancer ist ein Dazzle-Ulti. Okay, jetzt nicht mehr. Gut, gut, gut. Der Prophet, sehr gut. Okay, jetzt haben wir. Emerus haben wir auch besiegt.
Also wir leben so ein bisschen... Das wird auf jeden Fall nicht einfach, das Match, für uns noch. Wir haben ein bisschen Potenzial, nicht essentiell viel, aber ein bisschen was ist auf jeden Fall da. Okay. Kein schlechtes Paket gewesen, muss man halt einfach mal so sagen. Ich glaube, wir verzichten hier drauf und stellen Mr. Sniper mit drauf. Das machen wir dann so. Terrorblade 2 hat der Dungeon. 2 Undead, 5 Hunter. Also der 6. Hunter fehlt uns noch. Deswegen Level Up ist auf jeden Fall wichtig. Mit der Medusa. Besser wäre natürlich ein Tide Hunter für uns. Schön, er lebt noch. Der kann gerne mal gegen irgendjemanden rausfliegen. Und der halt erst recht hier. Der kämpft doch. Der hier. Und 30. Here's pus in your eye. Time for target practice. Ach, 6er Hansa over Elves, ne? Oder Knight Bonus. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist die stärkste Konstellation, die wir haben können. Ich weiß nicht, ob wir die besiegen können. Wäre schon wichtig, weil wir immer ein bisschen Damage fangen. Und wenn wir die jetzt wieder hier irgendwie 6 oder 9 Damage kriegen, ist es halt leider sehr viel. Vielleicht hätte ich die Medusa dann doch aufstellen sollen für diese Runde. Javelin, das ist es. Das ist nächste Runde Mjolnir. Sofern ich mich nicht täusche, oder? Das ist Javelin mit Mithrilhammer und Hyperstone. Ja. Baby. Sie hätte ich gerne auf Level 3. Das Problem ist, wenn wir einen Sniper auf 3 haben, dann würde ich ihm das tatsächlich gerne geben. Okay. 6 Hunter. Und noch ein bisschen was auf der Bank. Aber das Einzige, was wir noch reinbringen können, wäre der Tide Hunter für den Naga-Bonus, ne? Ich glaube, dass der Necro-Dream da ein bisschen dead ist. Dafür rerollen wir jetzt einfach mal. Oh, das ist der Terror, gegen den haben wir auch hart auf die Fresse gekriegt immer. Sieht jetzt schon ein bisschen besser aus, und obwohl er einen Shadowfiend 3 hat. Und wir haben ihn auch rausgekickt. Nice. Ich gehe auf Level. Wir gehen auf Level. Schon fast die Hälfte rum. Nicht schlecht. Das ist das Problem hier. Die Assassins. Level 3. Oh, what the fuck? Okay, er hat keine Items drauf immerhin. Oh, okay. Jetzt ist der echt strong. Jetzt ist er echt strong. Aber ich verstehe, also ihn hat er drin wegen dem Warlock-Bonus, oder was? Glaub schon. Ansonsten. Okay. Sieht fast aus wie eine God-Strategy. Wir spielen auch gegen ihn. Hab schon fast gedacht. Ist immer so. Okay, das ist okay. So hat sie ihre Ulti schnell raus. Oh. Oh, der Dazzle. Da hat der Dazzle einiges gemacht. Sie hat nämlich ordentlich aufräumen können. Item Luck war natürlich jetzt wichtig für uns. Okay, wir gehen Level. Komm. Machen wir so. Können auch Dazzle draufbringen, einfach so casual. Lord,
Wäre jetzt gar nicht die schlechteste Idee gewesen. Warum? Weil er profitiert natürlich dadurch und Dazzle kann die Leute, die von Assassins angegriffen werden, schon relativ gut schützen. Aber natürlich wollen wir den Titan da haben. Wir brauchen noch die Kralle und Demon Edge. Kralle und Demon Edge. Oh, er hat auch richtig gut gegen uns verloren. Ja, schon nice. Der hat da tatsächlich ja auch Hunter. Hat er 6? Er hat 3 Hunter. Aber eine 2er Medusa. Oh. Wir sind auch auf dem Weg. Ich habe überlegt, den Necro wieder zu kaufen, aber... Okay. Drei Undead. Vier werde ich wohl nicht bringen. Außer ich verzichte auf einen von den beiden Homies hier. Also, ihn nicht. Also, ich müsste eigentlich... Eigentlich ist die einzige Möglichkeit nur auf die Luna zu verzichten. Ja. Death Prophet. Ah, wir haben den Necro wieder verkauft. Das war mein anderer Undead. Oh. Cloak. Okay, der Necro war tatsächlich mein anderer Undead. Trotzdem bist du stärker als ein Beastmaster, aber vielleicht der Sniper eher. Investiere ich jetzt? Ne, Runde 35. Muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Cloaker. Komm. Ist noch ein Three-Way hier. Er könnte gegen den Dragon rausfliegen, tatsächlich. Ah, okay. Hex kam durch. Oh, Demon Edge. Wir brauchen tatsächlich nur noch einmal die Claws. Und dann haben wir auch Daedalus auf unserer Draw. Level 2, leider immer noch. Aber immerhin, hey. Und es passt auch noch rein. Okay. In the service of Salamene. Mr. Zeus. The Hunter feasts. Ich weiß nicht genau, ob ich die Luna noch drin haben möchte. Aber wir haben sonst keine Frontline. Okay. Oh, Alter. Oh nein. Der Dazzle macht hier, also der Dazzle ist ein richtig guter Konter. Demon Edge, aber kein Lifesteal. Gut, one on one und er hat gegen uns verloren. Er hat kein, er hat noch Gold, also kann noch Level 10 gehen. Okay, verzichten hier drauf. Ich suche jetzt mal die Medusa. Und den anderen Kladderadatsch. Master of Beasts. Master of Beasts. Master of Beasts. Enigma, huh? Ah, da war eine Mirana. Here's a bad man. Time for target practice. Okay. Schauen wir, ob wir gut stehen. Nein, absolut nicht. Das hat er gut gesehen. Wenn das absichtlich war, wahrscheinlich schon. Oh, sein Titan hat auch seine Ulti nicht rausgekriegt. Das ist gut. Er wollte gerade seine Ulti machen. Schön. Das ist ein knappes Ding. Und ich mache erst am Ende die Positioning, passe ich erst an. Oh, das ist ein gutes Upgrade.
Ich hab den wahrscheinlich so stehen lassen, oder? Er hat jetzt einen Doom 2, glaube ich. Ich hoffe, in Doom 2, nicht in Doom 3. Nein. Oh nein. Oh nein. Have mercy. Ich glaube nicht, dass wir es besiegen können. Um ehrlich zu sein. Und ein Necro 2. My arrow pierces the wind. Echt jetzt? Keine? Okay, der Doom ist gleich tot. Gut, gut. Die Ulti kommt noch durch. Fucking Sniper! Ja, das ist halt der Doom. Also ich glaube, da kann ich nichts gegen machen, außer ich gehe jetzt noch einen Beastmaster zum Beispiel. So ein bisschen, was haben wir ja noch? Die Möglichkeit. Ayo. Sharper, sharper I bite. My arrow pierces the wind. Ich habe jetzt 7 Hunter, das weiß ich übrigens, aber ich wüsste nicht, was ich lieber drauf machen sollte. Vielleicht ein Disruptor. Okay. Keine Ulti von... Das könnte eine gute Runde sein für mich. Also auf meinem Feld. Gut. Ich glaube, wir sind in der nächsten Runde tot und er nicht. Weil wir, glaube ich, keine Schnitte haben gegen Enigma. Oh, fuck. Gegen die Trolls. My quiver and bow are ready. Time for target practice. Damn. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich die anders hinstellen soll, deswegen lasse ich die einfach so. Come on, eine Mirana noch, dass wir jedenfalls das auch noch haben. Er noch ein Ayo gekriegt. Fuck. Okay, die Ulti kam so weit raus. Die Ulti war okay. Mithril Hammer. Komm, gib uns die Claws. Fuck. No. Nicht du im Fokus, nicht du im Fokus. Fuck. Oh, das war gut. Komm schon. Komm schon. Jawohl. Und wir haben Blaze of Attacks. Aber wir haben es erst nächste Runde. Wir können das nicht. Oh, fuck. Mirana. Please. Wir brauchen Mirana. Ja. Okay, das könnte reichen. Gut, das heißt, Blaze of Attack. Das bedeutet, daraus wird mit dem und dem Daedalus. Das heißt, du kriegst nochmal die hier für den zweiten Mask of Madness. Und das kommt nochmal rein, weil du den Slot frei hast. Dann kriegst du den hier. Okay. Er hat so weit gecornert. Wo ist sein Anti-Mage? Da an der Seite. Das heißt, es könnte reichen. So. Oh Gott, please. Lass uns die Runde haben. Wenn wir die Runde haben, haben wir insane Items. Er kann natürlich auch gute Items haben, lol. Oh shit, what? Habe ich nicht drauf geachtet. Das war leider mein Fehler. Ich dachte, er ist auf der anderen Seite noch. Damn! Wir hatten nächste Runde insane Item-Upgrades gehabt. Fuck! Wir hätten ihn gehabt. Wir hätten ihn gehabt. Das ist ärgerlich. Aber so ist das manchmal. Da habe ich nicht richtig aufgepasst. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Lasst ein Like da. Abonniert den Kanal. Tschüss.